So, eine relativ schlichte Aufgabe zur Beschleunigung, wenn man das liest. Ich beschleunige ja mein Fahrrad, nicht so wichtig, mit 1,1 Meter durch Sekunde Quadrat. Und gesucht ist die Zeit, die ich brauche, um 25 km Kilometer pro Stunde zu erreichen. Und jetzt macht man in der Physik immer gegeben gesucht. Da haben viele keine Lust, aber es geht mir darum, macht das wirklich. Also diese 1,1 Meter durch Sekunde Quadrat ist eben die Beschleunigung und die kriegt ein kleines A. Und die 25 Kilometer pro Stunde sind eine Geschwindigkeit und die bekommen ein V, das ist 25 Kilometer pro Stunde. Und als nächstes sieht man, also dieses typische Gemeinheit vom Physiklehrer, Kilometer pro Stunde ist schlecht. Ich will es ja eigentlich in Meter pro Sekunde. Also, das Umrechnen lernt man auswendig, ist 25 dividiert durch 3,6 und dann habe ich Meter pro Sekunde. Also V ist 6,94 Meter pro Sekunde. Ist viel schöner. So, was ist gesucht? Die Zeit ist gesucht. Gesucht. T ist gleich Fragezeichen. Weil wenn es so da steht, also ich habe A und V und suche T, dann wird es leicht. Dann kann ich jetzt noch einmal die Formel hinschreiben. Formel Doppelpunkt und es gibt eben A ist, die Beschleunigung ist Delta V durch Delta T. Es gibt eine zweite Formel, nämlich V ist S durch T und die darf man hier auf keinen Fall nutzen, weil es gibt zwei Fälle. Entweder ich beschleunige oder ich fahre mit konstanter Geschwindigkeit. Entweder ich werde mit dem Radl schneller oder fahre mit gleichmäßig 20 km/h oder hin. Und aus der Aufgabe muss ich rauslesen, welchen Fall ich habe. Und wenn ich die falsche erwische, ist es 0 Punkte. Und wenn ich die richtige erwische, habe ich schon fast gewonnen. Gut, ich brauche T und das ist da unten. Und jetzt kommt so ein bisschen Mathe. Ich mache auf beiden Seiten mal Delta T. Das ist wie in Mathe, wenn ich sowas habe: 3 ist 7 durch x mal x und dann kommt es rüber. Ja, hier auch. Also A mal Delta T ist Delta V. Ja, jetzt, das will ich. A nervt. Diesmal geht es mit dividiert. Dividiert durch A. Okay, und dann habe ich das. Delta T ist Delta V durch A. Also Delta heißt immer Differenzen. Das ist das, ich beschleunige ja von 0 auf 25. Ja, und deswegen passt es hier. Und ich suche die Zeitdifferenz. Wichtig ist immer erst auflösen und dann im nächsten Schritt einsetzen. Manche setzen oben ein, die machen dann so ein Zeug, ja, so 1,1 ist am besten noch die, und dann hier irgendwas 6,9 durch T und rechnen rum und es wird unübersichtlich. Und das will ich nicht. Also, weil ich ein fauler Mensch bin, der angenehm korrigieren möchte und weil ich möchte, dass er wenig Fehler macht. Deswegen und weil ich Mathelehrer bin, der will, dass ihr mit so Buchstaben rechnen könnt. Aus all diesen Gründen möchte ich erst auflösen, dann einsetzen. Jetzt einsetzen, ja, 6,94 Meter durch Sekunde durch 1,1 Meter durch Sekunde Quadrat. Also wenn es alles Meter, Sekunde ist, dann braucht man sich da keine Sorgen machen. Das geht dann richtig. Ist ein Doppelbruch, aber ich brauche nicht drüber nachdenken. Und der Taschenrechner gibt mir jetzt 6,31 und so, stopp, da will ich nicht hin. 3 und so weiter. Da will ich immer noch nicht hin. So. Sekunde. Wichtig ist, ich muss runden. Und zwar habe ich kenne von der die Beschleunigung, da kenne ich zwei Ziffern. Bei der Geschwindigkeit kenne ich ursprünglich auch nur zwei Ziffern und deswegen kenne ich auch hier nur zwei Ziffern. Wenn ihr hier, das ist Tausendstel, da bin ich schon bei Millionstel, würdet ihr die Stelle angeben, dann würde ich als Physiker davon ausgehen, dass ihr Messinstrumente für 100.000 Euro habt. Das heißt, also diese Stelle anzugeben, ist quasi Betrug. Man tut so, wie wenn man super tolle Messinstrumente hat, die man nicht hat, weil man ja nur ziemlich grob gemessen hat. Und deswegen ist das, aus Sicht des Physikers geht es gar nicht. Ja, also T ist 6,3 Sekunden. Das ist das Ergebnis. Runden ist Pflicht. Dagegen gegeben, gesucht, weglassen ist ein formaler Fehler, aber der nervt auch. Kann auch sein, dass da was fehlt. Also nochmal zusammenfassend. Erst gegeben, gesucht, umrechnen auf die guten Einheiten, Meter, Sekunde, Newton und so weiter. Dann die Formel auflösen, einsetzen, runden, gewonnen. Schlimmer ist es.